Guten Morgen. Eigentlich sollte ich heute keine Nahaufnahmen machen, weil, naja, egal. Es ist 6:30 Uhr, ich bin auch erst vor 10 Minuten aufgestanden. Ungestylt, ungepflegt, egal. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Sport und dann geht's unter die Dusche. Tja, gestern war mal wieder Pressekonferenz mit Merkel, Söder und Co. Und ja, wir Fitnessstudios, wir werden nicht mal erwähnt. Denn sind wir scheißegal, mir steht es langsam hier, aber nichtsdestotrotz versuche ich mich und euch und mich, ich nenne sich immer zuerst, fit zu halten und durchzuhalten. Und ja, und heute werde ich mal mit der IHK oder wie auch immer klären, ob es möglich ist, dass wir zumindest Outdoor-Kurse anbieten. Outdoor wurde ja gestern erlaubt. Vielleicht ja auch für Fitnessstudios. Oder wollen sie uns abschaffen? Keine Ahnung. Irgendwas haben sie vor. Ich weiß es nicht. So, eine Minute gequatscht. Halbe Stunde wird Sport gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir brauchen heute zwei Wasserflaschen und ein Kissen. Und der Hund, schaut mal, tata, hat sich heute mal da hinten auf der Couch breit gemacht und beobachtet das Ganze von hinten. So, ich wünsche euch viel Spaß. Wir beginnen mit einer Wasserflasche. Ich werde immer ein bisschen kombinieren, also Oberkörper, Beine. Mit den Beinen machen wir heute viel Balance und dazu Kraft mit dem Oberkörper, okay? So. Stellt euch ein bisschen in die Grätsche, jetzt wärmen wir uns erstmal auf. Nehmt die eine Flasche zwischen beide Hände, Oberkörper ein bisschen nach vorne, Rücken schön locker. Und jetzt schwingt man mit der Flasche einfach so nach rechts und nach links. Beine sind leicht gebeugt, das gluckert, das ist okay. Einfach so ein bisschen nach rechts und nach links schwingen. Sehr schön. Jawohl. Nimm dann mal das Bein ein bisschen hoch. Zack. Sehr schön. Oberkörper bleibt immer leicht vorne. Und die Beine einfach im Wechsel mit hochziehen. Super. Jawohl. Bleibt einfach wieder stehen. Bisschen in die Grätsche, Popo, Bauch schön spannen, Rücken gerade und die Flasche einfach nach oben und tief. Schön nach hinten ziehen. Einfach die Schulter ein bisschen vorbereiten auf die Belastung. Und die Flasche gluckert. Sehr schön. Genau. Die Flasche langsam abstellen. Wir bleiben stehen, Füße ein bisschen zusammen und dann ziehen wir die Knie im Wechsel hoch. Wunderbar. Jetzt kreist mal eure Hüfte, also euer Bein. So ein bisschen nach außen, einfach hier ein bisschen mobilisieren. Super. Knackst bei mir ein bisschen, aber nicht schlimm. Ausschütteln. So. Wir nehmen als erstes beide Flaschen. Und zwar nehmen das am besten hier in der Mitte. Wir stellen uns mit einem Bein auf das Kissen. Ja, dass wir so ein bisschen Balance brauchen. Anderes Bein nach hinten. Das Stammbein ist leicht gebeugt. Nehmt die Flaschen in beide Hände. Oberkörper geht leicht nach vorne.
Wir gehen mit den Flaschen nach vorne, zur Seite, nach vorne und tief. Nach vorne, zur Seite, nach vorne und tief. Schön tief durchatmen dabei. Super. Standbein ist leicht gebeugt. Das andere Bein nach hinten gestreckt. Die Zehenspitze ein bisschen wegstrecken. Und kurze Bewegung. Keine kurze Bewegung, schöne große Bewegung, sorry. So. Super. Und wisst ihr, was Nachbarschaftshilfe ist? Das ist voll toll. Die Frau Steinicke von der Firma Steinicke hat gemeint, sollten wir aus Outdoor-Kurse machen dürfen, dürfen wir ihr vor ihrem Tor, ist ein riesen Lagerplatz, und der wird gerade nicht benutzt, und da dürfte ich mich breit machen mit meinem Studium. Ist doch krass, oder? Jeder würde mir helfen, nur nicht der Staat. Naja, schauen wir mal. Wird alles seinen Sinn haben, hoffe ich. Und die Beine langsam wechseln. Huch, Klee vom Kissen. Ich habe gar keine Schweißfüße. So, wir wechseln. Zehenspitze wieder ein bisschen weg. Standbein leicht gebeugt. Arme wieder nach unten. Und das gleiche nochmal mit den Armen. Liebe Uli, falls du heute mitmachst, du hast mir gesagt, du hattest nur 1,5 Liter Flaschen. Viel Spaß. Aber vielleicht hast du ja mittlerweile ein paar leichtere dir besorgt. Oder du trinkst einfach was weg. Oder du ziehst es einfach mit 1,5 Litern durch. Du schaffst das. Andere haben mir geschrieben, puh, ich habe erstmal die halbe Flasche leer gemacht. Das war mir zu schwer. Also, es ist immer sehr, sehr schön, wenn ich von euch ein paar Kommentare geschickt kriege. Finde ich immer sehr lustig. Super. Denkt dran, das Standbein ist leicht gebeugt. Und kurze Bewegung, schön große Bewegung. Bin noch nicht so ganz wach, glaube ich. Super. Jawohl. Vor und zur Seite. Schön die Schulterblätter zusammenziehen und wieder öffnen. Zusammenziehen die Schulterblätter und lösen. Super. Wunderbar. Und langsam locker lassen. Die Beine ein bisschen ausschütteln. Ganz locker. So, wir machen mit Balance und Kraft weiter. Eine Flasche stellt er bitte weg. Die andere Flasche lasst er in der rechten Hand. Andere Seite. Welche haben wir denn jetzt gerade gemacht? Ist egal. Ich bin heute durcheinander. Das Bein zur Seite. Zehenspitze wegstrecken. So, erstmal Balance finden. Die Hand legt er hier auf dem Oberschenkel ab. Die andere nach unten. Und jetzt geht er mit dem Arm nach vorne, zur Seite und tief. Nach vorne, zur Seite und tief. Nach vorne, zur Seite und tief. Standbein ist wieder leicht gebeugt. Sehr schön. Nach vorne, zur Seite und tief. Nach vorne, zur Seite und tief. Sehr schön. Super. Jetzt bleibt außen. Ihr seht jetzt meine Flasche nicht mehr, aber das müsst ihr auch nicht sehen. Und geht nur ganz kurz hoch und tief. Mit der Flasche. Ja, ich habe jetzt hier nicht weg. Nicht irgendwo abgestellt. Keine Angst. Ich habe die. Ich zeige es euch hier. Und gehe nur ganz kurz hoch und tief. Bauch bleibt gespannt.
Bein ist leicht gebeugt, das Standbein. Das andere wegstrecken. Kurze Bewegung hoch und tief. Sehr schön. Super. Jawohl. Geht noch ein bisschen. Ja, ne? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Sehr schön. Wir haben zwei Seiten. Wechseln jetzt. Die Flasche wechseln. Bein zur Seite. Zehenspitze ein bisschen wegstrecken. Standbein leicht gebeugt. Balance. Wo ist meine Balance? Arm nach vorne, zur Seite, nach vorne und ab. Oh mein Gott. Nach vorne, zur Seite, nach vorne und ab. 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 Super. Jawohl. Ups. Ja, durch das Bewegen des Armes auch noch mit Gewicht muss natürlich, Salz bleibt mal außen und wieder kurz hoch und tief. Unsere Tiefenmuskulatur, die jetzt diese Balance hier aufrecht hält, mehr arbeiten. Ja, und somit erreichen wir schön unsere großen Muskelgruppen und auch die Tiefen. Super. Ein bisschen weiter. Schaffen wir. Ziehen, 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 ziehen. Sehr schön, wunderbar, jawohl, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, jawohl, okay, so, jetzt nehmen wir die Flasche nochmal hier in beide Hände, okay, geht ein bisschen in die Hocke. Oberkörper erstmal ganz gerade. Seht ihr hier von der Seite besser? Schön gerade. Augen zum Boden. Und zieht die Flasche vorne hoch. So, weil ich euch ja versprochen habe, wir machen es immer kombiniert. Balance und Kraft. Machen wir das Ganze wieder auf einem Bein. Das heißt, ein Bein steckt dann nach hinten und das andere ist leicht gebeugt. Und so geht er mit dem Arm schön vorne hoch. Super. Jawohl. Das sind Übungen, die kann jeder machen. Und wenn es nicht mit Flasche geht, dann macht er einfach ohne. Ja? Überhaupt kein Problem. Ich mache die danach erstmal leer. Schön ziehen. Ziehen. Super. Wunderbar. Vier, drei, zwei, eins. Okay, locker lassen. Beine wechseln. So, wir bleiben auf dem anderen Bein stehen. Oberkörper wieder schön nach vorne. Bein nach hinten, Augen zum Boden. Hilfe. Flasche Richtung Boden. Tief einatmen. Und ausatmen. Ja.
jetzt schön meine Rückenmuskulatur, unterer Rücken, oberer Rücken, den Nacken. Und langsam lösen. Wunderbar. So, Beine ein bisschen lockern. Keine Angst, es geht weiter. Wir brauchen wieder beide Flaschen. So, geht ganz weit in die Grätsche und geht mit dem Popo runter. Der Popo ist fast bei den Knien unten. Die Zehenspitzen zeigen nach außen. So, die Flaschen nach außen. Wir gehen mit beiden Füßen hoch. Und wenn ich mit den Füßen hochgehe, gehe ich auch mit meinen Armen hoch. Ja? Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Ihr seht, meine Arme sind jetzt so ganz durchgestreckt. Ja? Im Ellenbogen ist so ein ganz leichte Beuge. Füßen hoch. Popo bleibt tief. Ja, wirklich nur die Fersen hoch und die Flaschen hoch. Super. Schön gleichmäßig ziehen. Tief, hoch, tief, hoch. Super. Hoch und tief. Hoch und tief. Ein bisschen tief, hoch, tief, hoch, tief. Sehr schön. Noch vier, noch drei, noch zwei und der letzte. Super, locker lassen. Eine Flasche weg, bisschen ausschütteln. Ganz locker, ganz entspannt. Beine lockern, Arme lockern. So. Eine Flasche nehmen wir nach hinten, zwischen beide Hände oder auf beide Hände. Ja, seht ihr hier genau. So, wir brauchen wieder unser Kissen. Gut. Ein Bein drauf, anderes Bein nochmal nach hinten. So, und jetzt gehe ich hier ein bisschen in die Hocke. Ja, dass das Bein schon unter Belastung ist. Und erst jetzt ziehe ich die Arme hinten hoch und tief. Okay, kommt mit in die Belastung. Bein leicht beugen. Anderes nach hinten. Jetzt die Zehenspitze ranziehen vom hinteren Bein. Und jetzt die Arme ganz kurz hoch und tief. Das Standbein ist schön gebeugt. Super. Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule. Und kurze Bewegung mit den Armen. Sehr schön. Super. Bein ist schön gebeugt, dass wir auch da wirklich was spüren. Jawohl. Sehr, sehr schön. Durchhalten. Und locker lassen. So, und jetzt drehen wir die Flasche, auch wenn sie auf beide Hände verteilt ist. Aber dreht trotzdem mal die Flasche um, weil die eine Seite ja doch ein bisschen schwerer ist als die andere. Wir wechseln auch die Füße. Wieder ein bisschen in die Hocke. Anderes Bein nach hinten. Zehenspitze ranziehen. Und wieder mit den Armen. Kurze Bewegung hoch und tief. Super. Ja, heute ist Donnerstag. Heute war mein Dienst eh um 6. Hätte eh um 6 gestartet. Ja, leider nicht. Super. Wunderbar. Das gluckert in der Flasche, aber das ist nicht schlimm.
Schön tief bleiben mit dem Bein. Super. Und langsam lösen. So, sehr schön. Arme, Beine ein bisschen lockern. Kissen ein bisschen weg, obwohl, nee, brauche ich noch. Sorry. Wir gehen wieder mit einem Bein, mit einem Fuß auf das Kissen, das andere Bein nach hinten. Ich nehme nochmal beide Flaschen. So, jetzt gehe ich hinten mit dem Knie runter. Bleib hier unten und feder nur so ganz kurz. So. Einfach nur federn. Sehr schön. Oberkörper bleibt gerade. Schulter tief. Bauch anspannen. Jawohl. Kurze Bewegung. Und jetzt gehen wir langsam tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Ab und hoch. Sehr schön. So, und jetzt bleibt er bitte unten. Oberkörper leicht nach vorne. Ellenbogen an den Körper. Und streckt die Arme nach hinten durch. Wirklich nur hier die Arme strecken und beugen. Nicht den ganzen Arm mitnehmen. Ellenbogen bleiben am Körper. Wir sind wie mit einem doppelseitigen Klebeband angeklebt. Und schön strecken und beugen. Wunderbar. Super. Zack. Zack. Sehr schön. Und jetzt machen wir die Bewegung ganz kurz. Kurz, 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 weg, 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 ziehen, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay, bisschen ausschütteln, wir wechseln die Beine, so, ein bisschen tief, Oberkörper schön gerade und wir fangen wieder erstmal nur an zu federn. Kleine Bewegung, Oberkörper bleibt gerade. Super. Jawohl. Ich schwitze. Kleine Bewegung. Jawohl. Und wieder langsam, tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch, tief, tief. Sehr schön. Schön Oberkörper gerade halten, Bauch mit anspannen. Pablo tarnt sich da hinten auf der Couch. Dunkelbrauner Hund auf dunkelbrauner Couch. Seht ihr? Ja, na, auf mich guckt wahrscheinlich eh keiner. Jeder guckt nur. Hoffentlich kommt der Hund bald wieder dazu und macht irgendeinen Quatsch. Wir bleiben tief, Oberkörper etwas nach vorne und die Arme wieder strecken. Wunderbar. Klugger, klugger. Ist nicht mein Bauch. In die Flaschen, falls ihr es hört. Sehr schön. Strecken, 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 strecken. Super. Und jetzt wieder ganz kurz. Zack, 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 zack. Weg, weg, weg. Strecken. Strecken, 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 strecken. Acht, sieben, sechs,
4, 3, 2, 1. Okay. So, Beine ein bisschen lockern, Arme ein bisschen lockern. Wir setzen uns auf das Kissen. Weichi. So, okay. Auch hier am Boden versuchen wir zwei Muskeln gleichzeitig zu trainieren. Und zwar einmal den Bauch und einmal den Bizeps. Wie mache ich das? Ich gehe mit dem Oberkörper ein bisschen nach hinten, hebe die Beine an, Ellenbogen an den Körper und jetzt einfach die Arme beugen und strecken. Glucker, glucker, da kriege ich echt Durst. Aber gleich darf ich ja was trinken. Oh mein Gott, es ist ja schon gleich soweit. So, dann steckt mal ein Bein vor. Und das andere Bein. So, und jetzt wechselt er die Beine. Und jetzt haltet mal die Flasche so 90 Grad Winkel. Einfach nur halten. Die Beine im Wechsel. Ziehen, ziehen, weg, 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 weg. Wunderbar. Acht, sieben, sechs, fünf. 4, 3, 2, 1. Bleibt sitzen. Arme ein bisschen nach vorne. Ja, das ist so ein bisschen vom Körper weg sind. Und hier machen wir weiter mit Beugeübungen. Schön beugen und strecken. Beugen und strecken. Lass die Ellenbogen weg vom Körper. Ja, dass ich bei der Streckung mein Arm auch halten muss. Halt hier ablegen, ist zu einfach. Lass die Arme vorne. Ja, die Flaschen sind da zu arg schwer. Das wäre besser. Sehr schön. Und schön beugen. Super. Geht nach außen. Ellenbogen in Schulterhöhe. Wunderbar. Das Bauch ein bisschen ausgeruht. Dann können wir hier nochmal mitmachen. Beine anheben, strecken, beugen, strecken, beugen, strecken, beugen, strecken, beugen, strecken, beugen. Auf geht's. Endspurt. Dusche, Frühstück, Wasser, alles wartet. Strecken, beugen. Strecken, beugen, strecken, beugen, strecken, beugen, strecken, beugen. 4, 3, 2, 1. Okay, super. So, jetzt können wir noch. Ich bin nochmal hin. Klemmt euch eine Flasche zwischen die Füße, legt euch auf den Rücken, die Hände unter den Popo und dann schaut mal, dass ihr hier ungefähr einen rechten Winkel habt und jetzt die Beine nochmal strecken. Ja, einfach so ein paar Varianten, was man mit so einer Wasserflasche alles machen kann. Die wird richtig zugeschraubt. Oder habe ich gespuckt? Kann auch sein. Super. Strecken. Strecken. Halte die Beine gestreckt. Geht langsam Richtung Boden. Und wieder langsam hoch.
Einmal durch den Boden. Und wieder hoch. Einmal durch den Boden. Und wieder hoch. Richtung Boden. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Okay. Flasche abstellen. So. Okay. Legt euch mal auf die Seite. Beugt euer oberes Bein. Zieht die Ferse schön auf den Po. Schön nach hinten ziehen. Rückenblatt gerade. Beinstrecker bis zum Hüftbeuger hoch. Und noch ein bisschen dehnen. Langsam lösen, andere Seite und schön dehnen. Und lösen. So, dann können wir noch ein bisschen die Nackenmuskulatur dehnen. Einfach Kopf zur Seite, dabei kann ich wegen was erzählen. Also mein erstes Video, da war ja der Pablo noch sehr aktiv dabei. Und ich muss sagen, das ist bis jetzt am öftesten geklickt worden oder angeschaut worden. Ich glaube, über 800 Mal. Die anderen irgendwie weniger. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an Pablo, egal, aber Hauptsache, ihr macht mit meinen Videos mit. Wie gesagt, ihr könnt auch diesen YouTube-Kanal abonnieren, das kostet nichts und dann kriegt ihr automatisch Bescheid, wenn ein neues Video online ist. Und ein paar, von denen ich die Handynummer habe, denen schicke ich dann automatisch den Link. Okay. Den Kopf hoch, Hände zusammen, Rücken rund machen. Und auch wenn man es jetzt gar nicht so sieht, ne? Ich glaube, es ist nötig. Ich habe heute einen Friseurtermin. Krass. Aber nur zum Schneiden. Ich hatte Glück. Ich habe meiner Friseuse den Spuckschutz geliehen, den ich leider noch nicht brauche und dadurch darf ich jetzt kommen. Ja. Yeah. Okay, ich wünsche euch noch viel Kraft, viel Mut. Verliert die Hoffnung nicht und hoffe, wir sehen uns bald wieder in meinem Studio in Waldbrunn. Ich werde heute wirklich mal Landratsamt und ich weiß nicht, wen ich da noch alles anrufen kann, anrufen, ob es nicht möglich ist, dass wir wenigstens bei dem tollen Wetter Outdoor-Kurse machen können. Ich kann 5 Meter Abstand gewähren. Das wäre doch schon mal ein Anfang, oder? Ich kämpfe drum. Und ich werde es euch wissen lassen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bis hoffentlich ganz bald.